Jetzt gucke ich mir den da vorne mal an. Den habe ich bisher noch gar nicht wahrgenommen. Komme ich hier zumindest irgendwie schnell runter? Das wird jetzt. Also wenn ich von hier springe. Ganz schön knapp. Schnell, ja, lebendig. Ja, das ist immer die Frage. Ist der wirklich durch einen Biombruch so entstanden? Jo. Ja, da haben sie den Berg aber direkt bei der Entstehung abgeschnitten. Ist schon interessant. Ah, meine alte Kiesgrube. Hier war die. Dass mir dieser Berg nie aufgefallen ist. Wirklich, hier war die? Ja, das ist die. Ah, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Wartet mal ganz kurz. Ich gehe mal. Nein, ich möchte nicht telefonieren. Ich möchte Sendung verfolgen. Und zwar habe ich ja für den Stream eine günstige Kamera erworben. Ihr Paket wartet auf die Abholung. Lieferung wird bearbeitet. Okay, da dauert noch wohl ein bisschen. Und zwar von Aldi. Bisher muss ich sagen, bei Hardware von Aldi bin ich bisher noch nie enttäuscht worden. Das war eigentlich immer alles brauchbar. Ja, klar, kein High-End oder sowas, aber brauchbar. Und besser als meine 20-Euro-Kamera hier mit 720p wird es allemal sein, gerade auch in Bezug auf, wenn wir mal wieder mit Lego bauen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Zumal ich dann zwei Kameras habe und muss das Tablet nicht wieder irgendwo ganz wackelig anbringen. Dann haben wir nämlich schön zwei Cams. Eine können wir auf mich richten, die andere auf das Projekt. Von dem her ist das schon eine sehr lohnenswerte Investition gewesen. Zumal, ich glaube, wie viel waren es? 30 Euro bei Aldi? Jetzt auch nicht gerade der große Posten. An der Stelle auch mal wieder Werbung funktioniert tatsächlich. Ja, genau, dann hat Tilly nichts mehr zum Umwerfen. Genau das ist der Plan, Rafu. Tina hatte mir irgendeinen Streamer empfohlen. Ich glaube, das war der Abend, wo wir nicht gestreamt haben am Samstag, wo wir da den Zoo geguckt haben. Den Zoobauer. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Jedenfalls. Ja, hat Tina mir den empfohlen und da kam dann die Werbung. Aldi Gaming. Haben wir gefragt, was ist denn Aldi Gaming? Ja, Aldi verkauft seit neuestem scheinbar auch Computerspiele. Ging irgendwie an mir vorbei. Die Angebote dort sind auch ganz interessant, auch wenn sie im Endeffekt 1 zu 1 mit Steam übereinstimmen. Was natürlich auch nahelegt, dass man sich die Sachen auch direkt bei Steam kaufen könnte.
trotzdem recht interessant und gut zu wissen. Und da habe ich halt auch diese Facecam, Webcam entdeckt, die jetzt auf dem Weg zu mir ist. Und da es diesen Monat eh so ein Plan von mir war, Headset bzw. Mikro und eine bessere Webcam anzuschaffen, ist jetzt schon das erste erledigt und ich bin sogar noch ein paar Euro unter meinem Budget geblieben. Wobei es bei Headset versus Mikro wohl doch wieder auf ein Headset hinauslaufen wird. Ich bin mir so richtig unschlüssig. Es hat beides Vor- und Nachteile. Headset wäre zum Beispiel jetzt der Nachteil. Jetzt, wo ich gerade wirklich nur mit euch hier sitze, nicht in irgendwelchen Discords oder so sitze, wo auch gerade absolut gar nichts los ist, müsste ich nichts auf dem Kopf haben. Auf der anderen Seite bin ich natürlich bei einem Headset wesentlich mobiler. Mal schnell in die Küche, lasse ich das Headset auf, kann weiter mit euch reden, während ich mir dort was zu essen vorzubereite. Das ist natürlich jetzt die Kehrseite des Ganzen. Ein weiterer Vorteil ist natürlich beim Mikro, wenn dort dann mal, ich brauche ja dann trotzdem noch Kopfhörer, wenn die mal kaputt gehen und das Mikro noch funktioniert, brauche ich nicht sofort beides austauschen. Opa Mitoma, danke für dein Follow und willkommen im Stream. Was führt dich her? Wie geht es dir? Au. Toll, bei dir regnet's. Du bist auch noch da, wie schön. Also momentan sind halt so die Hauptargumente wirklich Mobilität versus Komfort. Auch wenn ich jetzt an der Switch spiele oder mit Lego baue, ist natürlich ein Headset wesentlich einfacher an die neue Position zu befördern. Andererseits, ja, so mal ohne Headset auf dem Kopf zu streamen, hätte natürlich auch mal was für sich.
So, gegen 6:30 werden wir dann mal auf den Let's Play Server wechseln. Dann möchte ich noch eine Kleinigkeit essen vom Wait, so dass wir dann um 7:30, also ein Stündchen später, nach WoW wechseln werden. Und dann unser Bestes im HC geben. Nach dem Wait werden wir einfach mal gucken, je nachdem auch, wie es mir geht. Gerade auch dieser ganze Wetterwechsel und die Pollen sind immer noch in der Luftgeschichte. Muss ich da wirklich immer abwarten. Im Zweifelsfall. Du wechselst vom Let's Play zum Let's Play Server. Nein, nein, zum Server. Zum normalen Server. Vom Let's Play zum Server. Das ist der Plan.